Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drakensang, Filiasons Geheimnis. Wir hatten ja in der letzten Folge hier dieser Schatzkarte gefolgt und waren hier in dieser Höhle angekommen. Und haben eine kleine Nebenquest erhalten. Und wollten uns ja jetzt mal der eigentlichen Hauptquest annehmen, sprich mit Filiason reden. Der sich ja wohl hier vorne auch irgendwo rumtreiben soll. Ich guck nochmal auf der Karte. Ja, da oben. Okay. Da werden wir ihm gleich mal einen Besuch abstatten und fragen, was denn Sache ist, warum er denn seine Kollegen so lange alleine lässt und warum er das ganze Stück zu Fuß gelaufen ist. Ne, jetzt mal ohne Spaß. Werden wir jetzt gleich mal ein bisschen klären, was denn hier los ist. Wer er ist, was er hier macht. Warum er nicht mehr im hohen Norden unterwegs ist. Da ist er doch. Sieht auf jeden Fall sexy aus, unser Captain America. Stattliche Kerl. Das könnte doch Phileas. Beim eisigen Nordwind sehe ich so aus, als wäre mir nach Gesellschaft. Macht, dass ihr Land gewinnt. Ah, dort drüben. Das muss es sein. Wir laufen jetzt aber hinterher. Oh, was ist denn da oben los? Hat er das gesehen gerade? Das war so ein bisschen so schummrig. Könnte ja interessant werden. Ja, das hier meinte ich. Jetzt reicht's. Wer seid ihr? Weshalb schnüffelt ihr mir nach? Naja, es war jetzt nicht gerade wirklich unauffällig. Mein Name ist Bogumislaus Wenzelin. Und es ist nicht meine Absicht, euch hinterher zu spielen. Ach, wirklich? Gut. Nehmen wir für einen Moment an, ihr sagt die Wahrheit. Was habt ihr denn hier zu schaffen? Menschenkenntnis, Ardo. Ihr habt mich zum ersten und zum letzten Mal der Lüge bezichtigt. Wenn euch die Sorgen eurer Mannschaft nicht scheren, soll's mir recht sein. Bleibt wegen mir, wo der Pfeffer wächst. Also gut, ich glaube euch. Als junger Bursche wäre ich wohl genauso furios gewesen, wenn man mich zu Unrecht der Lüge bezichtigt hätte. Dann hat euch also mein Bootsmann zu mir geschickt, hä? Das hat er. Er macht sich große Sorgen. Und mittlerweile, weil ihr so lang weg seid und so, da habe ich meine Hilfe angeboten. Ich kann verstehen, dass sich meine Mannschaft Sorgen macht. Doch in manchen Dingen hat man schlicht keine Wahl. Das Versprechen, an das ich gebunden bin, geht nur mich was an. Ihr mögt eure Gründe haben. Und manchmal muss man halt Dinge tun, die man nicht will. Aber ich kann euch dabei helfen. Kein Ding. Versteht mich nicht falsch. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber ich muss ablehnen. Niemand außer mir wird sich wegen dieser Sache in Gefahr begeben. Also gehabt euch wohl. Pah! Dem Kerl da reinfolgen? Seid ihr verrückt geworden? Doch, ich glaube, wir... bekommen nicht keine 12 Grubenponys. Wohl an, Vorgrin. Dann reden wir später bei einem Humpen Hellem über das, was dahinter war. Pah! Dann muss es schon ein ganzes Fass Helles sein. Okay. Aber es bleibt bei einem Fass, auch wenn wir noch weitere Tore durchqueren. Also gut. Und jetzt geht das Abenteuer so los. So war es also gekommen, dass wir Filiason durch das magische Tor folgten. Doch was würde uns erwarten? Was war Filiasons Geheimnis? Wir waren fest entschlossen, es herauszufinden und ihn auf seinem Abenteuer beizustehen. So sieht's nämlich aus. Wir haben nämlich keine Ahnung, was uns erwartet, aber wir machen's trotzdem. Kurzfilmsequenz. Endlich kann Tishana fallen. Endlich tritt unsere Vorsehung ein. Endlich ist unsere Erlösung nahe. Die Mauern bereit zu bersten. Dann wart ihr es, die mir den Weg gewiesen habt. Wo ist die Prinzessin? Ich muss zu ihr. Geduld. Es kann erst beginnen, wenn es begonnen hat. Was beim... Sieht er nun? Der erste Schritt auf dem Pfade Urimas ist getan. Diese Leute sind mir einfach nachgelaufen. Sie haben nichts mit der Sache zu tun. Sie haben alles mit dieser Sache zu tun.
Dies wird ihm schon bald gewahr werden. Genug mit den Rätseln. Weshalb auch immer ihr mir geholfen habt, diesen Ort zu finden, ich bin wegen der Prinzessin hier, nicht wegen eurer wirren Prophezeiungen. Gut, gut. Lassen wir ihn in dem Glauben. Um die Prinzessin zu finden, muss er sich auf unsere alten Götter besinnen. Der Bund zwischen Tochter und Vater muss gestärkt werden. Ich weiß zwar nicht, wie wir das anstellen sollen, aber wir werden es sicher gleich erfahren. Dann mal los. Und ihr? Ich kann es euch ohnehin nicht ausreden, mir zu folgen. Also könnt ihr auch gleich mitkommen. Ja, in der Tat. Was ich mir einmal in den Kopf gesetzt habe, das kriegt man dann nicht so leicht wieder weg, ne? Im Heiligtum der Nurti werden sie die Fragen finden, auf die sie Antwort wissen werden. Was? Und das Heiligtum werden sie finden, verwirrend, wenn sie uns folgen. Was auch immer ihr sagt, nach euch. Ist natürlich ein bisschen verwirrend jetzt, wenn ihr so gequälte Scheiße redet. Verderbnis und Dürre haben diesen Ort heimgesucht. Die Bande zwischen dem Vater und der Tochter geschwächt. Heilt er diesen Ort, so wirft er den ersten Stein der Unruhe in den See der Starre, lässt beginnen, was enden muss. Es wäre vielleicht ein bisschen einfach, wenn sie nicht immer so metaphorisch und in Bildern sprechen würden. Lasst sie nur, der Legende nach ringen alle Orima-Priesterinnen durch ihre Hellsichtigkeit stets um ihren Verstand. Uns wird schon irgendwas einfallen. Auf jeden Fall verlasse ich diesen Ort nicht ohne Fenvariens Tochter. Wenn der zweite Schritt vollendet werden soll, muss dieser Ort von dem befreit sein, was ihm die Kraft raubt. Erst dann besteht Hoffnung, ihn von Neuem erblühen zu lassen. Ja, dann lassen wir ihn doch erblühen hier, ne? Autosave. Gut, wir haben ihn jetzt als Gast in der Gruppe. Haben wir uns noch einen Ginny hier hin, der braucht ja 1000 Sekunden, bis er wieder weg ist oder so. Das ist ja eigentlich recht gut. Gut, da geht's dann draußen. Erstmal Taschendiebstahl. Weiß ich nicht, wer. Nun gut, also arbeiten wir wohl zusammen. Solange es mir nicht kannst, soll es mir recht sein. Pff, komm, gönn mal einfach. Ja, ich stehe schon nicht im Weg. Skarabäus. Na, sieh mal einer an. So. Bam, böse. Und verbrenne. Gut, den ersten haben wir, da sind noch zwei. Eins. Und okay, da brauche ich auch keine Attacke mehr. Der ist hinüber. Was hat der Schönes? Chitin. Was auch immer ich mit Chitin anfangen kann. Heißt das so nicht dieses Zeug, aus dem die Panzer sind? Oh, ganz viele von den Viechern, okay. So, eine Vase. Die sehen also eigentlich ganz putzig aus, oder? So, alle da drauf. Und du wieder da drauf. Was? Das ist jetzt wahrscheinlich erstmal wieder mit dem Büschen Gemetzel zum Einstieg in das Abenteuer. Ist ja eigentlich immer so, so zum Anfang gibt es ein paar Noob-Gegner quasi. Und dann steigert sich das Ganze so, wir werden wahrscheinlich ein paar Rätsel lösen müssen. Von denen ich echt mir eigentlich nichts mehr gemerkt habe. Ich weiß noch, da war ein Rätsel. Das kommt, glaube ich, auch recht am Anfang. Ich weiß es gar nicht genau. Da habe ich mir echt Notizen gemacht. Weil ich einfach die ganze Zeit gestorben bin und keine Ahnung. Also da habe ich mir Notizen gemacht, wie man dieses Rätsel löst. Das war echt, also da musste man echt überlegen. Ich meine, es wäre sogar recht... Ja, direkt hier vorne. Das hier war es. Das fand ich damals enorm schwer.
Keine Ahnung. Oh Gott. Könnt ihr gerne lesen. Geht nicht weiter. Wahrscheinlich, wenn man das liest, ist es wahrscheinlich einfacher, aber... Aber ich bin sehr faul und sehr langsam im Lesen, was einer der Gründe dafür ist, dass ich nicht gerne lese. Deshalb lasse ich das jetzt auch mal. Wie gesagt, wer es lesen möchte, nur zu. Ich habe jetzt also einen Busch noch am Screen gehabt. Boah, hier kommen noch voll viele. Meinst du, die kommen auch noch her? Gut, ich kann nichts mehr zaubern. Du kannst mal eine Finte machen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ja, du haust einfach mal voll drauf. Du haust einfach mal voll drauf. Und mit dir kann ich nichts machen. Und unser einer, der ist fast down. Okay, aber er schafft das scheinbar. Vier. Ratz, ja, sauber. Sehr schön. So. Boah, ich kann den auch mit Tierkunde. Okay, das ist jetzt schon leicht eklig. Aber gönn mir. So, untersuch den auch einfach mal. Vielleicht kriegen wir noch ein Köpfchen oder so. Nee. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust, die alle auszunehmen. Ich werde jetzt mal hier versuchen, diese... Wie war das noch? Ah, ich muss vielleicht mal lesen hier. Was war das hier? Das da war das. Ach, geschlossen haben wir irgendwas. Ganz viele haben wir geschlossen. Das da war das, glaube ich. Freundes befreien, Skarabäus zu befreien, sich dort eingenistet haben. Jo, das machen wir glatt. Wie war das denn hier? Hier musste man irgendwo hier... Ach, ich muss erst die ganzen Skarabäus-Viecher töten, oder was? Na gut, machen wir das mal. Ich dachte, ich könnte direkt mit dem Rätsel starten. Scheinbar nicht. Dann haut mal alle raus, was ihr so habt. Bam. Der sah schon schön aus. 21 Schaden ist schon nicht schlecht auf einmal. Okay, 0 ist schlecht. Gut, den haben wir. Da ist eine Kiste. Tore. Ist bestimmt was nicht Geiles drin. Komm schon. Ja. Parfüm ist auf jeden Fall schon etwas wert. Meine ich zumindest. Und diese Münze da, die ist bestimmt auch nicht gerade unkostbar. Gut, da hauen wir wieder mal den hier drauf. Beziehungsweise wir hauen auf den. Ne, warte, wir alle hauen auf den und ich hau auf den. So. Weil ich bin ja was Besonderes. Boah, sogar durch die Wand. Das ist echt gut mit dem Feuer. Die fackeln mich einfach so nieder. Das ist echt sehr schön. Das scheint das letzte von diesen Biestern gewesen zu sein. Wir sollten zurück zur Orima-Priesterin. Ja, können wir gerne machen, aber ich gönne mir noch vorher hier. Ah, warte, ich kann die mit meinem geilen Schlüssel versuchen zu knacken. Geöffnet, perfekt. Ja, nett, würde ich mal sagen. Inventar ist voll. Okay, wer kriegt die Scheiße? Du kriegst die Scheiße. Wir müssen mal kurz... Oh, mein Rücken, ey. Inventar sortieren nach Sachen, die wir brauchen, Sachen, die wir nicht brauchen. Vorgrim kriegt auf die zweite Inventarseite die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen. Hier so Münzkram und so, kann er auch behalten hier. Heiltränke muss ich mal... gucken. Schleifsteine. Das kriegt sie. Salbfett, keine Ahnung, kriegst auch mal sie. Giftbeutel kriegt auch mal sie. Trank der Ausdauer dahin.
Das kommt dahin. So, gut. Ja? Du hast noch Klamotten, aber die sind von dir. Okay, die Waffe hier, der Dip, Vollgrün. Ausrüstung, die wir nicht brauchen gerade, kriegt er. Obwohl, die Kette. Warum hat sie die Kette nicht an? Ja? Warum trägst du deine Kette nicht? So. Das sind alles so Rezeptsachen, die kommen auf die andere Seite. Rezeptsachen kriegt sie hier. Gut. Müssen da immer ein bisschen Ordnung drin behalten, auch wenn manche Leute das vielleicht... Ist das Rezeptsache? Zutat, ja, gut. Rüstung, die wir gerade nicht brauchen, kriegt Ardo, haben wir gesagt. Gut. Und Waffen auch. So. Tada, das kommt dahin. Da, die Rezeptsachen, sehr schön. Gut, hast du noch irgendwas? Du hast Rezeptsachen. Rezeptsachen, das ist auch irgendwie Rezeptsachen. Waffen, die wir nicht brauchen. Ring der Gewandtheit. Rüstung, die wir nicht brauchen. Amulett des Muts, was wir nicht brauchen. Was ist das hier? Ja, das ist eigentlich Abfall. Ist auch Abfall. Vor allem, dass wir es zweimal haben, ist extremer Abfall. So. Gut. Räumen wir mal ein bisschen um hier. Abfall. Das ist bestimmt eine Zutat, oder? Zutat. Ja, so Tränkesachen und so können wir behalten. Und so teure Sachen zum Verkaufen. Ach ja, die ist ja voll. Das kriegst auch mal du. 2-2-2, sehr schön. Sehr schön, ja. Das kriegst mal du. Zutaten. Ist Honig eine Zutat? Nein, das ist zum Verkaufen. Das ist auch zum Verkaufen. Zutat. Boah, ich hoffe, man hat mich gehört, weil ich war gerade so voll vertieft und dann habe ich mich so über das Mikrofon gelehnt. Okay, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das ist alles so, keine Ahnung, hier Tränke, die wir selten brauchen. Pastillen gegen Erschöpfung, was bringen die? Ja, packen wir mal da oben hin. Obwohl, die können wir eigentlich auch hier hinten hinpacken. Nottelstrank, das kriegt er mal. Wir haben so viele Sachen, ne? Das ist echt krass. Brandsalbe. Heilsalbe. Trank. Alles mal da unten hin. Schlüssel, der kommt mal nach vorne hier. Zu den Schlösserknacksachen. So, da unten kommen mal die wertvollen Sachen hin. Abstellkammer, brauchen wir den noch? Steuerrad, ja, behalten wir einfach mal, kann nicht schaden. Das ist Zutat. Also, nächste Seite. Wir haben hier noch mehr von dem Scheiß. Das geht an ihn. So, das geht hierhin. Das geht auch dahin. Ja, gut. Das tun wir mal auf die erste Seite und splitten wir mal ab. 5 gehen an dich und 5 gehen mal an dich. Was? Gut, davon kannst du die eigentlich mal nach vorne tun für dein Schwertchen. Ja. So, jetzt müssen wir dich mal sortieren hier. Rüstung alles nach hinten, Waffen nach hinten, weil die brauchst du eigentlich akut gerade nicht. Die brauchen wir eigentlich generell nicht. Ist voll hinten? Nee, okay. So. Das nach vorne. Waffen nach unten mal. Ja,
das ist auch eine Waffe. Schilder dazwischen, dann Bein. Zack. Hier das Kleid, noch ein Kleid, das. Keine Ahnung, so machen wir jetzt einfach mal. Ist mir jetzt eigentlich erstmal egal. Wir haben noch eine Kette, noch einen Ring und noch ein Amulett und noch einen Ring. Sehr schön, was wir alles haben, ey. Richtig krass. Gut. Jetzt sortieren wir das hier oben mal. Zack. Zack, zack, zack. Und dann haben wir noch ganz viele Schleifsteine. Machen wir jetzt einfach mal so. Sieht ganz nett aus. Der hat auch zwei davon. So, das ist schon sortiert. Das kommt auf die nächste Seite. Eigentlich alles, was wir verscherbeln können, kommt auf die nächste Seite. Das geht an Ardo. Ardo, Ardo. Die kann man teurer verkaufen. Die packen wir mal da unten hin. Die habe ich keine Ahnung. Die packen wir auch mal da unten hin. Der Rest kann da bleiben. Das kommt bei dir auf die zweite Seite, die jetzt auch voll ist. Okay. Ja. Ja, dann haben wir alles sortiert. Und damit haben wir jetzt Stunden zugebracht. Ich denke mal, das werden wahrscheinlich alle übersprungen haben. Wir machen jetzt auch hier direkt den Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir haben jetzt ja eigentlich erstmal alles Organisatorische geklärt. Sind völlig einsatzbereit jetzt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und tschö. Dann geht's übrigens weiter mit der Story. Keine Sorge.